frage mich gerade, ob man diese Dinge auch bauen kann. Blunt force trauma to the head? Nothing interesting here. So, jetzt bin ich dann gleich voll und ich habe nichts von dem gefunden, was ich brauche. Elektroteile habe ich schon genommen. Also Elektronik. Naja, was geht? Ach, das haben wir dann wieder in dem Segment. Oh ja, und jetzt. Oh, das war doof. Da komme ich zwar runter, aber nicht hoch. Okay, die Tür hat keinen Bock aufzugehen. This was. Looks like acute poisoning, or stupid poisoning, as he ate a hamster. Yep, that was. Okay, dann muss ich schauen, ob ich die Komponenten selbst herstellen kann.
kann ich nicht herstellen. Gibt's da drinnen noch was für mich? Ich glaube nicht. Gut, dann da machen wir speichern. Na gut, dann. Ist die Frage, was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt, in schön gesprochen? Bin mir unschlüssig, ob sie es auszahlt, zum jetzigen Zeitpunkt schon irgendeine Base zu bauen. Andererseits habe ich Zeug ohne Ende. Machen wir mal ein bisschen Platz. So. Naja, schlimmstenfalls fliege ich da halt wieder zurück her. No, there is definitely something wrong here. I tried to track the flight path of your relative's body using the information of the coffins we opened earlier. He disappeared right after you lost him. Moreover, the other coffins didn't receive either any signal about the destruction of the coffin or its coordinates. Okay, also Opa ist in All verschwunden, irgendwo in den Tiefen des Alls. Great, let's go. Ah, oh, Babe regt sie auf, dass wir wohin fliegen, wo sie nicht will. Booster haben wir auf jeden Fall keinen. Sargroboterstation. Ich weiß nicht, ob ich so scharf auf die Sargroboter bin. Okay. Sind die restlichen Sargro... Oh, die sind jetzt böse. Hab ich keine Anzeige? Kein Target-Marker? Kein Tracker? Kein nix? Da. Okay. Ich verstehe, solange sie nicht auf mich schießen, werde ich sie wahrscheinlich nicht tracken können. Aber ich muss leider sagen, alles in allem ist die Steuerung von dem Raumschiff fürchterlich. Wenn es irgendwann einmal weniger. Ich fliege lieber zum Repair Dock. Man muss es ja nicht übertreiben.
Wie? Die verfolgen mich, die Viecher? Ist aber nicht gut. Booster haben wir auch keine. Das ist auch nicht gut. Normandy is ready for more damage. Sehr schön. Api Galoppi. Das deutet wohl, dass ich das Ding nicht zerstören kann. Bam. Bestatter. Cool. So, jetzt muss ich mich mal orientieren. Wo bist denn du? Nee. Ah, da ist es. There's no data on the passengers who lived in such modules, but ordinary people could definitely not afford it. I'm sure there's something interesting under this dome. There might even be a whole spaceship. Haben wir das noch nicht einmal fertig repariert und dann kriegen wir schon ein neues. Potenzial hätte das Game schon, also man könnte schon in der Schiffsklasse noch aufsteigen, dass man sagt, man baut sich größere, stärkere. We can dock here. Okay, wo ist der andere Punkt? Und gleich speichern. Den Flug da hoch will ich mir nicht noch einmal antun. Without a doubt, it's a luxury habitation module. Mir heißt es so schön, better safe than sorry. He was shot everywhere. By the way, that's Banana Frank. He's presumably one of the leaders of the Green Universe.
Na, dann hat sie ja nicht unbedingt den Falschen erwischt. Außer wir stehen auf der falschen Seite und merken es erst. Desire to open the coffins, but now I'm sure they work on the energy produced by the decomposing bodies in them. It's disgusting and brilliant at the same time. Das ist korrekt. What a big corpse. I won't be able to scan his face since it's no longer there, but I can assume from his shape that it's the head of the Green Universe Department on Kepler 62, Fat Jim. Kondensmilch. Sehr schön. Aber das ist immer noch nicht das, was ich suche. Von dem Zeug und vom Filter habe ich noch keinen einzigen gefunden. Da waren wir schon, oder? Ja, da waren wir schon. Was ich mich halt frage, ist, die sind alle in dem fancy Raumschiff unterwegs und rennen durchgehend in Raumanzügen spazieren und gehen in die falsche Richtung. Someone was dragged out into the corridor. Der ist auf jeden Fall sehr kompakt zusammengestaucht. Both corpses belong to the leaders of the Green Universe. I have the impression that all the important people of this organization were flying in this module. Mal Reparaturwerkzeug, den Eindruck habe ich langsam auch. Perfekt, wir haben einen Filter. Da ist er, der Brokkoli. Ja. They both died in the fight, though I haven't fully figured out which part of the coffin should be shot through to disable it. Mir da drüber? Nee. Aber wir haben schon mal wieder Bauteil mehr. I doubt anyone survived here. He was dragged out of the cabin to unlock the door. A retinal scan is an extremely unpleasant method of data protection, especially for the owner of the retina. A Green Universe logo. It's rather peculiar, I must say. Wait, da. It's locked from the inside and welded shut from the outside. This type of door is unfamiliar to me. It's probably some military project. Seems like this robot tried to make itself wired, but it only burned out. By the way, the coffins clearly don't have external charging ports. It looks like all the doors are locked, and I don't know how to open them. Also wirklich, die Anzug-KI wird langsam nutzlos. This door is also unfamiliar to me, but it's clearly from a different series. Ja. Despite his foolish
death, this man clearly knew about the weak point in the door's design and tried to open it. I can modify the angle grinder's blueprint a little so that we could continue the dead man's work of destruction and get under the dome. Nice.